Johnny wollte dich nur wissen lassen, er hat deinen Rücken. Okay. Was kann denn ein Gabendicksack denn so? Ich möchte aber noch einen Belehrer. Gucken wir mal kurz, ob er noch was lernt. So, wenigstens eine gute Kampfattacke? Bodycheck ist keine gute Kampfattacke. Beziehungsweise ist es überhaupt keine Kampfattacke. Hm. Kannst du den Vielender lernen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ich würde vielleicht doch lieber darauf verzichten. Ja. Okay. Jetzt, wo ich es gerade rausgeholt habe. Also die beste Attacke, die es kann, ist Hornattacke oder Furienschlag. Schnabel. In der Pokémon-Liga. Dann gehst du halt mit Domizel in die Liga. Jo. Ist auch cool. Slash, tut mir leid, dass ich dich rausgenommen habe. Du kommst doch mit. Du hast immerhin einen Eisstrahl. Der Eisstrahl ist stark. Hm, auch auf Level 40 und du kriegst deine Überreste wieder. Und das Zauberwasser für Salami. 40, ne? Ja. So, hab ich jetzt coole TMs, die ich jetzt noch jemandem geben kann? Bringt ein Funkensprung irgendjemandem was? Ich geh jetzt erstmal auf die Toilette. Okay. Ah, nicht so wirklich. Triplette. Kann jemand irgendwie eine coole Triplette lernen? Niemand, den ich eh schon... Ein Devi? Wäre eine gute Coverage. Wie war das mit Vielender? Salami. Hm. Er konnte den Kreuzdieb lernen. Nicht die, der es braucht, ne? Schwer Tabasco und den Devi. Glurke mit Kreuzhieb klingt aber auch irgendwie cool. Joey ruft dich übrigens wieder an. Nein! Glurke mit Kreuzhieb klingt schon echt nice. Nein. Aber danke. Ja, komm. Glurke kriegt einen Kreuzhieb. Und Bisaflor kriegt die Triplette. Noch irgendwas Cooles, was du deinen Pokémon noch beibringen kannst? Ich hab nur Scheiß-TMs. Wirklich nichts Gutes? Nee. Aber ich habe mir eine Joghurette geholt. Cool. Kannst gerne einmal durchgucken, aber... Tschüss, Giftpuder. Bei wem? Irgendjemand noch Knirscher? Aber es konnte nur... Namus lernen. Hm. Manchen. Ja, war wirklich nichts Interessantes. So, okay. Ja, es ist noch die Joghurette, die Ali uns geschickt hat. Mhm. Aber bislang, doch Kai hat eine davon gegessen. Aber ansonsten habe ich die, glaube ich, ziemlich alleine gegessen bis dato. So, falls die Pokémon jetzt noch was lernen, habe ich einen Slot frei, um denen das beizubringen. Abgesang kann weg. Funkenhieb kann weg. Ich glaube, ich fliege gleich mal kurz zurück, um den Zerschneider verlernen zu lassen. Weil alles andere ist potenziell echt gut, was es hat. Dann wiederum, was soll es noch Großes lernen? Da hätte ich gerne noch eine Psycho-Attacke. Will ich auch den Visier für wegmachen. Kann ich mir auch die Kratzfurie für irgendwas wegmachen? Also sonst ich meine, so manche Attacken sind halt echt Schrott, aber
Was soll ich machen? Das Moveset ist echt gut. Ja. So, dann speichern wir noch einmal. Ich mache auch gleich einen Save nochmal hier hin. Zack. Und. Zack. Okay. Dann Zeit für die Liga. Diesmal nicht mit nach jedem Feld resettet, wie in der alten Rattling, sondern mit drei Jokern. Ja, die haben wir dabei, die drei Beleber. Das sieht ja so seltsam aus. Weißt du, wie er gerade aussieht? Als würde er den machen. Ich war gerade kurz irritiert, warum das Feld eingefroren ist, weil es ein Psychotyp ist. Und dann fiel mir ein, er hat einfach das Feld von Lorelei übernommen. Mhm. Wir wissen eh nicht, was auf uns zukommt. Also, wen habe ich vorne? Chat, schickt uns Energie! Okay, let's go. Willkommen in der Pokémon-Liga. Erlaube mir, mich vorzustellen. Ich bin Willy. Ich habe die Welt bereist, um meine Psycho-Pokémon zu verbessern. Und schließlich habe ich es in die Top 4 geschafft. Ich werde ständig besser. Verlieren ist keine Alternative. Genau. Pack die coolen Emotes aus. Dann muss das ja gut werden. Potrot! Mantax. Interesting. I heard you like Hydro-Pumpe. Also Surfer sah schon cool aus. Go Speculati! Mal gucken, ob er was machen kann. Ich meine, er hat den Turmkick überlebt von Kikli. Ja! Hast du jetzt Wasser oder hast du Flug? Ja, wir sind gerade Gestein oder Käfer. Au! Gestein. Das war eine Attacke von Mantax. Au. Au, indeed. Wobei, Aerodactyl kann doch eh keine Gesteinsattacken, oder? Guckt ja witzig. Ja, aber er kann keine Gesteinsattacken, aber er kann Superschall. Aerodactyl sieht irgendwie auch einfach glücklich aus. Ja. Gleich nicht mehr. Also wir fangen an mit Gestein und Wasser. Ja. Das sind zwei legitime Typen. Und ich finde halt jetzt auch nicht. Mantax und Landschuhen ist schon mal kein schlechtes Wasserteam. Oh, er kann Antikraft. Aua. Aua, indeed. Da kann mich paralysieren. Und ich habe mich vor Bewegung selbst verletzt. Das ist nicht so cool. Aerodactyl kontert mein gesamtes Team aus. Ja. Der kontert wirklich mein gesamtes Team aus, merke ich gerade. Alle haben eine Gestein- oder Flugschwäche. Hier sieht mit den Verteidigungswerten aus. Der ist blau. Du hast zwar die niedrigste Verteidigung, aber du hast wahrscheinlich die Chance, schneller zu... Schneller als ein Aerodactyl? Schwer. Hat er eine Flugattacke? Hat er die schon gezeigt? Nein. Superschall und Antikraft bisher nur. Aber es würde mich nicht wundern, wenn da ein Flügelschlag kommt. Ja. Ich glaube, das wäre sicherer. Also schneller wirst du wahrscheinlich nicht sein. Okay. Rankenhieb? Einfach nur für die Sicherheit, dass ich safe treffe. Also bitte keine Aerodactyls mehr. Die sind gefährlich. Potrot. Okay. Das kann jetzt auch Slush machen. Ich habe nie bedacht, wie gefährlich Gestein einfach für mein Team ist. Ja, manches denkt man auch nicht immer. Gerade auch wenn, du hast ja nicht nur eine Gesteinschwäche, aber dann die anderen haben eine Flugschwäche. Du denkst ja nicht genau dran, okay, Aerodactyl kontert mich jetzt komplett. Oh, ich hätte mir vielleicht ein paar Tränke kaufen sollen, sehe ich gerade. Ups. Just ja, don't get hit. Ich habe Supertränke, noch eine ganze Menge, ne? Namos. Da der jetzt eh gerade Geduld macht, kann ich die Zeit nehmen, in Ruhe zu heilen, für den Fall, dass da was Ekliges kommt. Aber der hat ein sehr gutes Team gehabt bei mir. Mit Landschulen und Lamos und Amoroso? Kann man mal machen.
So, Salami ist wieder voll. Potrot erzeugt Energie. Es schlug fehl. So, jetzt kann ich dich besiegen. Das ist übrigens geil, wie aggressiv seine Muschel guckt. Er hat einen Helm aufgesetzt! Nicht, dass ihn das in dieser Gen retten würde, aber... Rizoros. Oder so weg. Ich war gerade kurz irritiert, weil ich dachte, hä, ist doch ein Wasserteam. Ich finde Rizoros richtig cool aus. Oder? Sieht halt so ein bisschen aus, als würde das auf dem Klo sitzen. Wait, es sieht auch wie Nidoking. Es ist einfach Nidoking mit einem anderen Kopf, oder? Totally! Das ist eine Nidoking-Pose, dieses, wie ihr so nach vorne macht. Hier, guckt es euch nochmal an. Das ist voll das Nidoking einfach. Heißt das, sie haben die Sprite schon in Gen 2 recycelt? Und nicht nur ab Gen 6? Ja. Früher war doch nicht alles besser? Ja. So, also das Aerodactyl war echt creepy. Oder eher scary, aber so. Auch wenn ich besiegt wurde, werde ich an meiner Überzeugung festhalten. Ich werde weiterkämpfen, bis ich besser bin als alle anderen Trainer. Schreite voran und lerne die Grausamkeit der Top 4 kennen. Na gut, dann bin ich die Heilung sogar sparen können. Ich habe zumindest eine Menge Supertränke, um außerhalb der Kämpfe noch gut zu heilen. So. Packen wir mal diesmal Brat nach vorne. Hast du Schwertanz gelernt? Wenn sich die Gelegenheit bietet, irgendwas zu sweepen, sag ich nicht nein. Ah gut. Ach ja, stimmt, jetzt können wir auf 42 machen. Kurz vergessen fast. Salat. Und Tabasco. So. Lilie. Wachstum. Nee, lass mal. Und Slush noch. Okay, dann weiter geht's. Ich bin Koga, einer der Top 4. Ja, ich bin ein Ninja. Deswegen lebe ich in der Dunkelheit. Dafür ist es aber sehr hell hier. Mein komplizierter Stil wird dich verwirren und vernichten. Verwirrung, Schlaf und Gift. Auch du wirst Opfer meiner hinterhältigen Strategie. Bei Pokémon geht es nicht nur um Kraft allein. Das wirst du auch noch herausfinden. Also hat er Traumphobie. Bei dir? Ja. Mal gucken. Was tust du? Hier, ich genau das falsche Pokémon dafür vorne. Von Florat kann mir doch nichts, oder? Also ich meine. Nein, also Sweep. Kann ich jetzt bitte einfach durchkommen und das Ding vernichten? Das war ja süß vom Schaden, den er dir gemacht hat. Ja. Okay. Das klang brutal. Dass du echt einen Traunfugil bekommen hast. Kannst du bitte damit aufhören? Jetzt habe ich ein Geisterfeld mit ganz vielen Traunfugils. Ja, ich habe heute auch schon gelitten, keine Sorge. Ich habe jetzt gelitten mit meinem Leitteiler. Die sind halt so nervig. Pass nur auf, dass du nicht irgendwann aus Reflex weiterdrückst und dann bist du schon halb tot. Dann halt er mich mit Leitteiler. Machen die sowas? Sind die so dumm? Ich glaube nicht. Hoffe ich. So, Sheox ist jetzt auf plus 6. Yikes. Ich habe mich gerade schon gefragt, was müsste kommen, damit ich es als Setup-Opfer benutzen kann? Genau das. Ich meine, was will Pflanze machen gegen Stahlkäfer? Nichts. Gerade weil die meisten Pflanzen-Pokémon ja... Naja, nicht also, können, in ne? neueren Gens würde ich ja sagen, die können vielleicht sowas wie Sonntag-Meteorologe oder so, weißt du? Mhm. Aber hier... Und wenn die noch einen Gifttypus haben, ja, was wollen die machen? Mhm. Kann Siegfried nicht auch mit dem Sonnenflora ankommen? So, Alpollo. Ja, der Sonnenflora-Sprite ist ein bisschen creepy, der von Giflo ist aber auch nicht besser. Alles, was diese Punktaugen hat, immer so ein bisschen, hm?
Kann Alpollo Geisterattacken außer Schlecker? Nachtnebel, aber sonst? Dann schicke ich Krautsalat rein. Der sieht eigentlich ganz schick aus, der Sprite. Denn vielleicht reicht sogar ein Borschnabel. Und wenn nicht, kann er ja nachhelfen. Ich habe so viele Geist-Pokémon gehabt heute, ich kann das schon callen, was okay passiert. Gengar! Salami. Meganie. Blush. Cool. Das ist auch ein sehr schöner Sprite, finde ich, von Meganie. Das ist nicht mal sein stärkstes Pokémon. Meganie ist schneller als Shirox. Shirox ist nicht schnell. Aber Meganie sieht jetzt auch nicht aus wie so ein Formel-1-Auto. So, ich hoffe mal, das killt jetzt. Sonst kriege ich Schaden. Yes. Was ist sein Signature? Gengar. Hatte ich das irgendwie überrascht? Dann darf Salami das jetzt noch machen. In der Hoffnung, dass Gengar jetzt Fluch einsetzt und ich dann einfach mit Surfer kille. Aber macht dich das wenigstens ein bisschen stolz, dass ich gerade einen 1A-Shirox-Sweep hingelegt habe? Schon, ja. Das fand ich sehr cool von dir. Auch wenn mein Shirox grün ist. Ich habe halt nur mit halben Augen geguckt. Das ist halt immer noch so geil, dass ich tatsächlich einen Shirox bekommen habe und dann genau bei dem Shiny. Ich sag mal, das ist der Ausgleich dafür, dass ich Voltilam bekommen habe. Und du nur so, nein, warum ist es grün? Es wäre halt genauso gewesen, als wenn ich an der Stelle Psyana bekommen hätte in Shiny. Es wäre auch so. Ich habe alle meine Register gezogen. Alles war umsonst. Ich muss meine Fertigkeiten verbessern. Betritt den nächsten Raum und stelle deinen Können unter Beweis. So, heilen erstmal. Ich finde das so interessant, dass der erste Raum sah immer noch aus wie der von Lorelei, aber alle die der anderen passen nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Bruno plötzlich Wiese gesät hat und Agathe ihren Raum in Flammen gesetzt hat. Nee. So, dann wieder Level up. Oh, du bist, obwohl du die nervigen Pokémon hattest, hast du doch eigentlich gut aufgeholt wieder. Oh cool, Schlitzer. Brauche ich nicht. Ich habe meinen Kreuzhieb, der ist cooler. Regentanz. Hm. Oh. Aber ich glaube, ich will lieber meinen Abgesang behalten für potenzielle Shenanigans. Ja, ist schon schade, wenn New Wetling dann vorbei ist, aber ich sag mal, es gibt ja noch genug andere Regionen, die wir machen können. Und ich glaube, auch wenn halt wirklich immer eine Wetling läuft, also, ne, das, irgendwann ist die Luft auch raus. Also ich glaube, es ist immer ganz gut, eine zu machen und dann wieder ein bisschen Pause zu haben, dass sie wieder so ein bisschen Hype aufbaut. Mhm. Ich glaube, wenn man die so hintereinander macht, dann ist irgendwann auch nicht mehr so spannend. So, jetzt aber braten. Ich bin Bruno, ein weiteres Mitglied der Top 4. Ich trainiere, bis ich erschöpft bin, da ich an mein Potenzial glaube. Auf diese Art bin ich so stark geworden. Kannst du unserer Kraft widerstehen? Ich sehe, du fürchtest dich nicht und siehst entschlossen aus. Genau richtig für einen Kampf. Bereit? Du wirst dich unserer unbändigen Kraft beugen müssen. Wow! Dieses, ich trainiere, bis ich erschöpft bin. Also 20 Minuten. In deinem Falle. Du Miesel! Scaraborn. Weil das wieder cooler so. Ah! Scaraborn ist aber nur Käfer. Käfer-Kampf. Hat er den Kampftypus? Ja. Oder kann der einfach nur Kampf attacken? Ja, ist Käferkampf. Also ist es eigentlich nicht so. Aber das kann der machen. Ich weiß nicht, was der hat. Du bist also, ausgewichen. Also Nahkampf, ja, aber der wird doch hier keinen Nahkampf können. Weiß aber vielleicht Fußtritt oder was auch immer hat. Das wird ja wohl Shirox überleben. Aber ich sag mal so, mein Scaraborn hat auf Level 40 Konter. Konter kann der. Ich kann ja einmal scouten, was er macht. Und Furienschlag und Hornattacke. Osaring. Okay. Bodycheck. Aber ich sag mal, selbst wenn er Konter hat, ja, wird er auf plus 6 keinen Schlitzer überleben? Nein. Ich hoffe, er hat Käfer. Das wäre auf jeden Fall für dich angenehmer. Und wenn er eh schneller ist, wird er eh keinen Konter machen können. Das stimmt. Visenio!
Okay. Okay. Ja, es geht aber wirklich. Ich werde aber die Gelegenheit trotzdem nutzen, mich einmal zu heilen, weil ich ja gelernt habe, dass Scherox eine lahme Socke ist. Oh, wait. Du könntest Rückzugkick machen. Ich heile erstmal. Aber hey, Braten ist sogar wirklich gerade sein Feld. Jetzt bin ich nur auf plus 5. Wieso? Hat Härtner gemacht. Ah. Also, quasi. Wie sieht auch aus, als ob wir gerade springen, als ob dich drauf springen wollen. Schon. Ist das irgendwie langweilig, wenn ich einfach alles mit Scherox wegsweepe? Oder ist es einfach nur smart? Es ist smart, wollte ich gerade sagen. Und dann wurde ich geblendet. Aber nicht im guten Sinne. Nee. Das Pixie hat ein bisschen länger nicht geschlafen. Oh, Metronom. Wobei, je nachdem, was jetzt kommt, könnte ich langsamer sein. Kleine Achterbahnfahrt der Gefühle von Metronom zu... Nun. Ist das sein letztes? Porygon 2. Wobei, Porygon 2 ist noch nicht so offensiv wie Porygon Z. Alter, was ist das für eine spitze Nase? Bora! Schon! Drill! Hat er sich die Pokémon von Koga gekrallt? Oder ein bisschen los? Na gut, also meiner war jetzt eigentlich ganz angenehm. Er hat voll die Augenringe auch noch. Ja. Also es war echt sehr angenehm. Es hat Braten echt gut geregelt. Hat sogar ein Level-Up bekommen. Ein reguläres. Kreuzdieb! Braten! I'm you, but cooler. Tschüss, Kratzfugia. Warum hat Sichlor gerade Agilität eingesetzt? Er wollte schneller sein als du. Aber er war schon schneller als ich. Das hat er nicht gemerkt. Braten! Wahrscheinlich dachte er, ich bin auch ein Sichlor. Dass ich verloren habe, muss ich jetzt wohl still sein. Bereite dich auf die nächste Herausforderung vor. Hier dreht er sich nicht weg. Ich glaube, ich werde gleich mal jemand anderen nach vorne tun als Scherox. Ich habe ja schon zwei Felder weggeswift. Ja. So, dann weiter auf 46 hoch. Ja. Die Sache ist, ich traue dem ganzen Braten noch nicht. Was hast du gegen meinen Braten? Der ist voll gut gewesen. Weil ich meine, Pokémon-Liga in Platin ist zum Beispiel auch ganz angenehm und dann kommt einfach Cynthia und verpasst ihr irgendwelche Traumata. Dementsprechend... Das hätte kein Traumato. Ja, aber, ne? Wir waren noch nicht so richtig dran. Nenn die Wildark mal. Ah ja, und ich wollte die Attacken umsortieren beim Braten. Soll ich mal Spekulati nach vorne packen? Why not? Meinst du, er kann das schaffen? Er kann zumindest ein Pokémon besiegen. So, die darfst du vorlesen. Sind die roten Dinger da oben eigentlich ihre Sonnenbrille? Ich hoffe, dass nicht ihre Augen sind.